most dangerous and most demanding place in the world. They're coming in, jungle. Super nice. Hallo alle miteinander und willkommen bei Dschungel Disco TV. Ich bin Milena und ich habe heute den Joe Draxler bei mir zu Besuch. Hallo Joe. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Gerne, gerne. Was darf ich dir zu trinken anbieten, damit es nicht zu trocken wird? Was gibt es im Angebot? Also ich hätte hier einmal einen Red Queen Cocktail, Ausstellungsstück A, okay, oder wow. Einen Eistee. Eistee klingt gut. Schon? Sehr cool. Gut, sehr gut. Das muss auch einmal wer trinken. Prost! Cheers auf ein gutes Interview. Dankeschön. Also, was ich so von dir auf Instagram mitbekomme, bist du eigentlich voll aktiv gewesen mit der Songwriting- und Produktionssache. Mhm. Hat dich da das letzte Jahr ein bisschen befreit, was das angeht, von der Zeit her? Auf jeden Fall. Also es war jetzt viel mehr, nicht nur Zeit, sondern eine kreative Headspace dafür da irgendwie, weil man halt viel weniger Ablenkung hat und sich einfach dran mehr drauf einlassen kann, voll. Du hast doch eigentlich voll viel rausgebracht, also eigentlich eine EP und zwei Singles. Ja, ich meine, die EP ist ja im Januar rausgekommen und geschrieben und fertig produziert worden ist ja im Vorjahr schon. Da war ja noch alles normal. Voll, genau. Aber hier ist es jetzt sehr viel entstanden, das dann erst dieses Jahr kommt. Das heißt, diese Krise, die uns ein bisschen besucht hat und immer noch besucht, wir nennen sie jetzt nicht beim Namen, hat sie dir ein bisschen positiven Aufschwung gegeben, was das Musikmachen angeht, oder eher so, war es schwierig, sich da mental auch reinzufinden? Na, auf jeden Fall durchwegs positiv, würde ich sagen. Es war natürlich weniger Inspiration, als das vielleicht sonst da wäre, aber eben eine gute Zeit, sie künstlerisch zu entwickeln, für mich zumindest. Aber entwickeln meinst du, dass du alles dann selber machst, so, dass du dir ein bisschen mehr aneignest, was dieses Musikbusiness angeht auch? Oder? Nicht Business, sondern es war einfach... Einfach das Writen selber. Voll, genau. Spiel. Also das war diesmal eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben so, oder seit ich halt Musik mache, wo ich mich richtig vorher nur auf das Kreative konzentrieren habe können, weil alles Businessmäßige ja sowieso gerade so in der Luft hängt. Was natürlich auch nicht gut ist, aber für das kreative Schaffen sehr positiv war. Also solche Leute muss es auch einmal geben, nicht nur Leute, die immer nur so ein bisschen jammern, so wie ich. Wann hast du eigentlich damit angefangen, so sagen wir, professionell Musik zu machen oder da jetzt wirklich ein zu sagen, ich gehe als Künstler jetzt in diese Welt hinaus und gebe meinen Output raus? Ich habe begonnen, so Gitarre zu spielen mit 11 und habe relativ kurz danach schon die ersten halt Schulband-Gigs und so gespielt. Und wie 15 war, da war so eine super RTL-Serie, die heißt Teenage Rockstar. Das Format gibt es ja immer noch, das ist Global Rockstar. Und da war ich 2 Jahre lang dabei. Und das war eigentlich schon das erste Hineinschnuppern in die Musikwelt. Und seitdem weiß ich eigentlich schon, dass ich das machen will. Und hast du dir da, wie du so ein bisschen jünger warst oder in den Teenagerjahren, irgendein ein Overall-Ziel gesteckt, so einen Milestone, den du unbedingt einmal erreichen möchtest? Das heißt jetzt irgendein, du möchtest dort einmal gespielt werden oder du möchtest auf diesem Festival einmal unbedingt auftreten? Es ist gar nicht so spezifisch, aber eher halt einfach, ich würde voll gerne richtig coole Konzerte spielen mit perfekten In-Ear-Sound, guter Lichtshow und einfach magische Momente erleben, mit, also sei es auf der Bühne oder halt beim kreativen Schaffen, am besten auch mit anderen Leuten gemeinsam im Studio oder so. Voll, also ich glaube, da bist du eher auf einem voll guten Weg, was ich so beim Recherchieren so alles rausgefunden habe. Möchtest du in Zukunft jetzt, wo sich die ganze Branche so ein bisschen shiftet von diesem weniger, also weg hin von diesem persönlichen Kontakt, sondern mehr auf das
internetbezogen, hast du da irgendwie, möchtest du da in Zukunft was anders machen? Also mehr vielleicht Livestreams oder sogar auf TikTok gehen? Weil man sieht ja jetzt eigentlich immer so diesen großen Fame, der kommt oft Hand in Hand mit so einer TikTok-Sensation. Oder ist das eher noch fremd ein bisschen? Also für mich persönlich ist es nicht wirklich ein Thema. Also ich bin generell kein großer Fan von Social Media. Weil es mir selbst irgendwie sehr stresst einfach. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen für die Leute, die das gern machen und die sollen das machen. Und es gibt natürlich auch ein Publikum, die das interessiert und so. Und spricht nichts dagegen, es ist eine persönliche Preference. Also ich persönlich. Du dich jetzt nicht zukünftig auf TikTok herumdancen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Deinen Songs kann ich auch sehr nachvollziehen. Es ist ja auch irgendwie, man glaubt immer, TikTok ist eigentlich eher für die jüngere Generation noch irgendwie. Ist es, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe mir so nie wirklich angeschaut. Ich habe das Gefühl, weil es jetzt wieder so ein bisschen gedreht wird, aber. Voll. Ja, okay. Ja. Ich habe über dich gelesen, du warst 3 Jahre in London. Voll, 3,5 waren es genau. Voll. Und da hast du ja bis zu 8 Mal in der Woche in Pubs live gespielt. Und für die Zuschauer, die Woche hatte nur 7 Tage, das ist ziemlich viel, 8 Mal. Ja, voll. Das ist in Österreich eigentlich gar nicht so ein Thema, dass man dieses Bar-Hopping, Bar-Playing macht. Voll. Aber da und dort, also Großbritannien und Österreich, gerade nicht möglich. Geht dir das in deinem kreativen Prozess ein bisschen ab, dass diese Live-Reaktionen von den Leuten? Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich spiele extrem gern live. Und es ist irgendwie, es geht vor allem um die Balance, damit man irgendwie auch motiviert ist dazu, dass man wieder neue Songs schreibt, die man dann wieder auf die Bühne bringt und so. Aber es gibt natürlich auch viele Aspekte davon, die jetzt nicht so für mich ist, wie das ganze Hin- und Herfahren, das Herumwarten, weil Live-Spielen ist eigentlich 80% warten. Das stimmt. Oder mehr. 95% warten und 5% spielen. Meistens lohnt sich's dann ja auch immer, oder? Bitte? Meistens lohnt sich's dann auch immer am Schluss. Voll, also der Moment auf der Bühne ist es dann immer wert. Voll. In London ist ja dann noch eine Sache passiert. Du hast eine schwere Gesichtslähmung erfahren müssen, die einen persönlich wahrscheinlich komplett aus der Bahn wirft. Ja, aber sie hat auch ein bisschen was früchten lassen, quasi deinen Song Asymmetrical Life. Finde ich super. Dankeschön. Aber ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr auf dieses Ereignis irgendwie versteifen, sondern dich danach fragen, ob es irgendeine andere Geschichte gibt aus diesen 3 Jahren, die dich vielleicht so als kleine Anekdote heute noch so zum Lächeln bringt. Und die Liste ist endlos, es ist was sehr viel passiert in der Zeit. So spontan fällt mir ein, ich habe ja dort so ein Gesangsdiplom gemacht. Und bei der Abschlussprüfung, da haben wir voll viel Probe dafür und so. Und ich habe da halt eine Band gehabt, das ist meine erste Band dort. Und dann war die Prüfung und es ist so 2 Minuten bevor es losgeht, der Schlagzeuger ist einfach nicht da. Ja. Und er ist einfach nicht auftaucht bis. Bei der Prüfung. Das ist voll. Und dann haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, habe jetzt so auf der Bühne gefragt, ob irgendwer Schlagzeug spielt. Und dann war Gott sei Dank einer irgendwie in dem Raum, der halt Schlagzeug gespielt hat. Und die haben gesagt, ja, circa das Tempo und ich gebe da ein paar Cues und. Und genau wie er jetzt hat, ist dann der Schlagzeuger reingekommen. Ah, okay. Also und wir haben es aber dann. Wir haben es dann eben mit ihm gemacht, weil wir gedacht, hey, wenn du so viel spät kommst. Und der Song hat ja eigentlich schon begonnen gehabt, also voll. Ich muss jetzt gleich was zugeben, ich kenne dich nämlich ursprünglich eigentlich von Tinder. Oh, okay. Und du hast ja auch einen Song namens Swipe Right und die meisten Leute, die jetzt da zuhören, können mit dem Begriff Swipe Right wahrscheinlich schon was anfangen. Er ist ja aber eigentlich ein bisschen negativ konnotiert, was dieses ganze Online-Dating-Verhalten angeht. Kann ich sehr nachvollziehen. Aus welchem Mood ist der aber trotzdem heraus entstanden? Also was hast du dir, gab es da irgendein Ereignis oder so, dass das so getriggert hat? Oder einfach diese generelle Kultur? Es ist generell ein bisschen aus einem Frust entstanden irgendwie so. Also mir zu der Zeit generell, wie ich vorher schon erwähnt habe, Social Media ziemlich gestresst irgendwie, weil ich mir da gedacht habe, ich muss irgendwie
als Musiker halt dauernd irgendwie von mir preisgeben, was ich jetzt gerade mache und so, und jeden noch irgendeine Story posten und so. Und ja, ich wollte mir irgendwie ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie Commercy unsere Gesellschaft irgendwie verhält auf Social Media oder Dating-Apps und so weiter. Ja. Und habe das irgendwie ein bisschen verarbeitet und so halt. Das kann ich sehr nachvollziehen. Spricht mir aus der Seele, weil das Verhalten ist teilweise wirklich sehr, sehr weird. I think I'm in love with the filters on your face and all of your cool friends on a beach in Havana. The reflection of your phone held in 45 degrees. I know you're pretty with your sucked in cheeks and I don't mean to sound better, but I'm not gonna swipe right or sweep right into vorhin schon darüber geredet, zur Frage, in welchem Film du deinen Song oder einen deiner Songs mal sehen würdest. Mhm. Würde dir jetzt vielleicht spontan einer einfallen? Weil mich erinnern deine Songs immer so an eine romantische Teenager-Komödie aus den 2000ern. Aber wie gesagt, mein Filmgeschmack ist relativ arm. Welcher Film zum Beispiel? Fällt dir einer ein? So Disney-Filme. Disney-Filme, also okay. Diese kitschigen Romantiken, so Movie Star oder so. Okay, wow. Kennt man vielleicht nicht. Nice. Aber gibt es irgendwas, wo du mal einen Film gesehen hast und da wird er super reinpassen, mein Song? Ich schaue generell nicht so viele Filme, ehrlich gesagt. Ist auch legitim. Voll. Und vor allem die neuen Sachen, es gingen in eine sehr andere Richtung drum, glaube ich. Ja, lieber nicht Musik bei Musik belassen. Es wird auf jeden Fall kein Teenager-Gemäß sein. Wahrscheinlich, sorry. Dürfen wir uns im kommenden Jahr, also 2021, auf irgendwas von dir freuen? Möchtest du schon irgendwelche News voll. Also jetzt, ich habe halt eben seit dem Lockdown sehr intensiv an neuer Musik gearbeitet. Und jetzt wird das dann ab dieses Monat schon die erste Single ausgerollt. Und ich bin gerade ein bisschen nur am Planen, wie man es so marketingtechnisch macht und so. Aber es ist auf jeden Fall schon genug Material für Album fertig. Echt? Okay, cool. Ziemlich fertig. Und genau, und das wird alles im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Dann gibt es auf jeden Fall viel, worauf man sich freuen kann. Ja, voll, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, dass man irgendwie eine neue Seite präsentieren kann. Können wir ja dann auch wieder dich live anschauen. Das wäre auch ganz nett. Hoffentlich, also nicht so live, wenn es die Situation erlaubt, voll. Na passt. Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich mit meinen Fragen. Danke fürs Vorbeischauen und dieses nette Interview. Vielen Dank, ebenso. Ich gönne mir dann noch meinen Cocktail. Prost nochmal, vielen Dank. Dankeschön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Dschungel Disco TV. Heiße ich euch nächstes Mal gerne willkommen und bis dann, stay tuned. Aber wir haben immer schon gesagt, wir müssen irgendwann drüber reden, weil unsere Songs vorher halt meistens eher so auf Confidence und I do what I want, I don't give a shit, solche Sachen, was auch wichtig ist, aber es gibt halt immer eine zweite Seite und das wollten wir halt auch irgendwie klar machen, dass auch wenn man es nicht immer sieht und auch wenn man es nicht oft drüber redet oder so.